Willkommen zurück zu einer neuen geisterhaften Folge Luigi's Mansion 3. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die spukenden Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, wenn ihr da draußen mich ein klein wenig supporten wollt, wenn ihr das Spiel hier toll findet, den Kanal, dieses Projekt, dann lasst einfach eine Bewertung da oder schreibt einen Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und wir machen jetzt weiter. Ja, wir gehen hier drüben hin und gehen auf die nächste Ebene, die nächste Etage. Und zwar gehen wir jetzt, glaube ich, ins Filmstudio. Ja, Filmstudio. Da wollen wir hin. E8 und wir kommen gut voran. Man sieht da oben, es werden immer weniger Knöpfchen. Also so viele fehlen gar nicht mehr. Und wir haben jetzt auch auf Ebene 5 alles gefunden. Fehlt nur noch eins auf Ebene B1, also im Keller. Dann glaube ich 2 auf der 1. Und dann sind wir glaube ich schon durch. Nee, im Shopping Center, da fehlt auch noch 1 oder 2. Boah, ich finde, das sieht alles so verdammt cool aus. Oh, schau mal hier. Der Heli. Und der dreht sich. Und was bekomme ich dafür? Wow! Eine lila Filmrolle. Habt ihr da drin gar nicht gesehen. War eher Zufall, weil ich ja mittlerweile so drauf bin, dass ich irgendwie alles anpuste, was man nur anpusten kann. Oh, schaut mal. Wo komme ich denn da hin? Warte, vielleicht von hier irgendwie da drauf schießen. Ah, diese Steuerung. Hm. Nee. Aber so. Hm. Kommt da aber auch irgendwie nicht ran. Also man kann es irgendwie aufmachen. Das steht fest. Aber wie man jetzt an das Seil kommt. Keine Ahnung. Hier oben liegen noch ein paar Münzen rum. Kann man vielleicht den Fernseher herschieben? Geht das irgendwie? Nee. Nee, das Ding fliegt einfach weg. Was ist denn hier los? Hey, entspannt euch mal. Hallo. Oh, da kam noch ein bisschen Geld raus. Hm. Na, gehen wir mal weiter. Ah, Moment. Das habe ich noch nicht getestet. Ich vergesse immer das hier. Immer vergesse ich das hier. Ja, aber hier ist nix. Moment, da ist ein Schlüssel? Mario! Film über Luigi und Mario. Das sind die besten Filme. Die Filme, in denen ich die Hauptrolle habe, das sind die besten. Bessere gibt's gar nicht. Hier kann unser Freund Fluigi hineinfluppern. Und, Fluigi, du alter Glibber, was findest du? Jede Menge Geld. Moment, dann haben wir hier einen Fernseher. Oh mein Gott! Es ist also ein Teleport. Ich denke immer viel zu kompliziert. Ich denke immer viel zu kompliziert. Ich meine, es muss ja auch irgendwie weitergehen. Der Schlüssel hängt da. Ah, wir können uns also hier über das Kabelnetz. Naja, wenigstens habe ich jetzt den Raum sehr gründlich gesäubert. Sehr, sehr gründlich. Ah. Und jetzt hier drüben ran. Dann gib mir den Schlüssel. Wow. Oh yeah. Das erinnert mich mega an den Film Poltergeist. Allgemein erinnern mich hier sehr, sehr viele Dinge an den Film Poltergeist. Oh. Der Schlüssel verschwindet einfach im Schlüsselloch. Oh nein, wer ist denn das jetzt? Steven Spielberg? Morty!
Welch Tragödie! Welch grausames Schicksal für mich, Morty, den Starregisseur. Wie konnte ich mein Ein und alles nur verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen und das, weil ich nutzlos bin. Absolut nutzlos. Da ermattet sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Oh, Morty. Ich nehme das mal, Morty, okay? Ah! Mein schönes, rotes Megafon. Wo magst du nur weilen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Morty? Meine Kunst. Oh, wie sie derzeit leidet. Verunglimpft nicht die Beziehung, Regisseur, indem du sie für mich verwendest. Bezeichnung, Entschuldigung. Mein Megafon. Ich habe sie beileibe nicht verdient. Morty ist total aufgelöst, der Arme. Aha. Got it. Okay, was ist das da oben? Oh, das wackelt. Lass mich mal da hoch. So. Hallo. Okay, da muss man vorsichtig sein, denn durch die Ansicht weiß man nie so genau, wo man steht. Hm. Ist das wieder so ein Eisblock? Huh. Scheint ein Eisblock zu sein, oder? Man kann ihn nicht schießen. Das bedeutet, es muss irgendwo was Warmes geben. Ist so ein alter Fernseher nicht super warm? Oh, ich kann sogar den Block mitnehmen. Oder so ein Scheinwerfer. Kann man irgendwie so einen Scheinwerfer anmachen? Hm. Ey! Das Catering ist nur für die Stars. Na, saug doch. So. Vielleicht ein Scheinwerfer. Okay, warte mal. Gehen wir erstmal hier hin und hauen das mal weg. Hier nochmal hin. Nein, nicht du, Block. Nicht du. Na komm. Oh, jetzt hängt das so doof. Ich will das zerstören. Ah. Schieß es halt hier hin. Okay, hier komme ich nicht ran. Aber hier. Und jetzt bitte. Mach es kaputt. So, wir haben hier was Kaltes. Scheinwerfer. Ist nicht warm genug, der Scheinwerfer. Nun, lassen wir ihn erstmal hier liegen. Wir können ja später nochmal hin. Gehen wir mal in die 4, wenn das geht. So einen Geldschrank hätte ich auch gerne zu Hause. Ah! Ekelhafte Spinne! Widerliches Ding. Okay, hier ist ein Fernseher.
hier ist irgendein Stromkasten. In dem sich noch mehr Geld befindet. Will man sich darüber beschweren? Nein. So, räum mal den hier weg. Dann kommen wir hier nämlich an noch mehr Geld ran. Nicht wahr, Spinner? Genau. Sag mal, wo lungern die denn überall rum, die Spinnen? Hast du ja gar keine Ruhe. Oh, hier sind Riesenmünzen. Wow, hier bin ich winzig. Luigi, sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist, aber es hängt in Spinnenweben fest und die machen einen ziemlich robusten Eindruck. Ja, das stimmt. Also so schnell bekomme ich das Megafon wohl nicht. Oh, was ist denn hier drin? Buchstaben. Was können wir hier machen? Okay, das ist festgetackert. Luigi, du könntest bestimmt an das Megafon herankommen, wenn du die Spinnenweben mit Feuer zusetzt. Ja. Wow, riesige Geldscheine bestehen aus ganz vielen kleinen Geldscheinen. Ist nur die Frage, wo bekomme ich Feuer her? Ein riesiger Nagel und ein riesiger Hammer. Geld! Kann ich das Glas zerbrechen, wenn ich was draufschlage? Warte. Nun, das geht schon mal nicht. Die geben nur Münzen. So nah und doch so fern. Moment, Luigi, kann der sich da durchquetschen? Ja. Yo, dann haben wir schon mal das grüne Filmband. Bam. Boah, die Münzen geben mir richtig viel. Kann man das bewegen? Sieht nämlich so aus, als könnte man es bewegen. Oder? Ich meine, es ist ja auf so einer Schiene. Ha. What? Okay, habt ihr es gerade gesehen? Moment, wenn ich hier einen hinmache und dann an die Kamera gehe, verändert das irgendwas? Ja, also hier geht's auf. Aber die Kamera kann man nicht bewegen. Nun. Das ist zugetackert. Wir brauchen Feuer. Aber wie bekomme ich Feuer? Wie bekomme ich hier Feuer? Ich gehe nochmal raus. Warte. Wupp. Und jetzt lande ich hier. Vielleicht müssen wir da später hin. Ich meine, das ist ja schon das Megafon und das will er ja unbedingt haben. Schauen wir uns erstmal in den anderen Räumlichkeiten noch um. Tja, da hätte ich mein Feuer. Luigi, willst du der Kameramann sein? Aber wer soll denn dann die Rolle des Schauspielers übernehmen? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Mach mal den hier kurz weg. Oh, das ist noch ein dicker Barren. So, hier mal aufräumen. Schwupps und Stampf.
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich der Kameramann bin, wer ist denn dann bitteschön der Schauspieler hier? So, ich nehme alles mit. Oh, der Feuerlöscher hat auch noch ein bisschen Geld. Wow, langsam. Hey, Buddy, ganz ruhig. Kann ich das Ding hier öffnen? Ja, oh, jetzt bin ich hier drin. Und kann noch ein bisschen Geld mitnehmen. Eieiei, die Filmkulisse. Das wird böse. Mal hier reingehen. Okay, da hinten sehe ich noch eine Leiter. Das hier bringt gerade gar nichts. Ist das E.T.? Soll das eine Anspielung sein auf E.T. irgendwie? Fahrradkorb? Wow! Hey, kleiner E.T.! Ich will dir nichts tun! Ah, eigentlich schon. Denn ich will deinen süßen, süßen Inhalt! Bam! 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 Ah, man muss den wirklich zwei Runden jagen. Ich will doch nur deinen süßen, süßen Inhalt. Und dann hätten wir auch schon die Weiße. Okay, aus der Spuk hier. So, hier können wir hoch. Ich muss das... Nein! Ich muss das Geheimnis der Kameras lösen, weil... Da ist ja dann plötzlich Feuer. Irgendein Ding fehlt mir. Irgendeine Verbindung. Wahrscheinlich wieder irgendwas ganz offensichtlich Einfaches, was ich wieder nicht checke. Klingt wie eine Ente. Der kleine Luigi. Noch mehr Geld! Boah, wir gehen schon auf die 30.000 zu. Es tut gut, reich zu sein. Das kann ich euch sagen. Schönes Gefühl. So. Die Putzfrau hat wieder geputzt. Und alles, was ihr an Kleingeld findet, gehört offiziell der Putzfrau. Schauen wir einfach mal, dass wir alle Fernseher ankriegen. Vielleicht schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Kann ich King Kong hier drüben wiederbeleben? Oh! Oh mein Gott, ich habe mich eben gerade richtig erschrocken. Ah, du bist es, meine Güte. Was treibst du denn hier? Ha? Okay, das ist Geld. Gut, hast du gut gemacht, Hund. Alles, was Geld bringt, ist genehmigt. Oh, sogar die Autos hier machen dich wahnsinnig. Schnell. So. Ja gut, gehen wir mal in die 1. Mama Mario. Mario. Hier sind doch diese Masken von diesen komischen... Wow! Pagen. Lobby-Pagen. Ganz am Anfang. Die fiesen Geisterinis. Guck mal, da oben hängen auch Münzen. Gib mir meine Münzen. Mario. Mario. Mama Mario. Was haben wir denn hier? Was ist das hier, eine Nebelmaschine? Oh! Die Ente ist in den Brunnen gefallen. The Ring!
Soll das The Ring irgendwie darstellen? Sind die Kinder, die das Spiel spielen, nicht noch viel zu klein für The Ring? Luigi, ich weiß nicht, ob du in die Kamera blicken sollst. Das könnte nämlich jetzt sehr verstörend und unheimlich werden, wenn das wirklich The Ring darstellen soll. Warte mal, hier hinten ist noch Laub. Wow! Wow! Der Baum hat ein Loch. Kann man da irgendwie was raussaugen? Reinpusten? Was ist denn das da? Eine Kastanie oder so. Komisch. Gut, schauen wir rein. Okay. Luigi. Du hast doch jemand dabei, der richtig fotogen ist. Überlass Luigi das Schauspielern und guck durch die Kamera. Okay, Luigi macht die Schauspielerei und... Was? Das funktioniert? Das wäre ich nie gekommen. Ho! Ja, darauf wäre ich irgendwie auch nie gekommen. Ja, gut. Dankeschön, Professor. Klar, ich habe ja Luigi, den besten Schauspieler der Welt. Es soll auf jeden Fall irgendwie sowas wie The Ring sein. Nicht ganz, aber es erinnert schon extrem stark daran. Möchtest du das hier? Au! Warum trägt das Ding hier eine Sonnenbrille? Also zum Haus oder so können wir nicht laufen. Wir gehen mal noch ins andere. Okay, das ist natürlich der ultimative Hinweis gewesen. Das ist natürlich der ultimative Hinweis. Gehen wir mal noch in den anderen Raum und schauen, was uns da Unheimliches erwartet. Du bist immer noch am Heulen, ha? Huh? Das sieht doch auch sehr, sehr spektakulär aus. Wir müssen ja an Feuer rankommen. Im anderen Raum war ja Feuer. Vielleicht, wenn wir mit Luigi da irgendwie hingehen, können wir irgendwas mopsen. Bomben! Okay! Ich wollte es eigentlich noch wegschießen. Aber ja, da sind Bomben drin. Cool. So, hier drüben noch ein bisschen Geld. Schauen wir mal direkt durch die Kamera. Danke. Boah, so viel Zeug, was man hier wieder saugen muss, bis man an seinen Sauger rankommt. Alles klar. Aktivieren wir mal den Fernseher hier drüben. Luigi, den stelle ich mal hier hin. Und dann schauen wir mal durch. Da haben wir es doch. Dieses Ding brauchen wir. Wir wissen ja, dass wir Sachen mitnehmen können. Ist das richtig? Aber ganz knapp.
Moment, geht's hier irgendwie hoch? Ah, die Ranke. Wir brauchen Wasser. Aber wo kriegen wir Wasser her? Aus dem Brunnen. Aber dafür brauchen wir eine Gießkanne. Okay, wir müssen uns alle Filmszenen angucken. Wir müssen uns alle Filmszenen angucken. Alles klar, ich verstehe. Gut, dann gehen wir mal rüber. Jetzt weiß ich auch, wie man den Karton aufbekommt. Natürlich mit Luigi. Jetzt ergibt das alles Sinn. Wow. Aha. Und damit können wir dann wahrscheinlich auch den Eisblock auftauen, wenn wir die Fackel haben. Das geht bestimmt. Sehr dramatisch. Ist das Wasser, was da drin ist, oder Feuerlöschschaum? Dann kommt mal her, ihr Schlawinerlies. Okay, okay. Ja, aber die Dinger sind verschwunden. Jetzt bekommt er Panik. Und wird sehr, sehr wütend. Gib mir doch einfach einen verdammten Feuerlöscher. Ich mach dich fertig, großer roter Mann. Oh yeah. Er kann hier hinten noch durch. Hm, ob da oben irgendwas ist? Nee, er kann ja eh keine Leiter nehmen, ne? Ach doch, kann er. Nein, kann er nicht. Er kann keine Leiter nehmen. Das kann unser kleiner Freund nicht. Ja, und jetzt habe ich trotzdem keine Gießkanne. Moment, hier drüben. Also ich brauche eine Gießkanne. Okay, hier drüben kann ich ja nicht mal hoch. Haben wir noch dieses Auto? Nee, da geht auch nichts. Feuer, Luigi. Ich bin sicher, dass du in diesem Set eine Flamme entzünden kannst und damit lästige Spinnenweben den Chaos machen. Du brauchst nur etwas, womit du die Flamme zum anderen Set transportieren kannst. Ja, aber dafür brauche ich, Ladies and Gentlemen, eine... Ach, hier hole ich ja das Feuer her. Eine Fackel. Eine Fackel brauchen wir. Ah, hier ist das Feuer. Na gut. Das bedeutet, wir gehen mal in die 1. Schauen, ob wir da irgendwas holen können. War da eine Gießkanne? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Die Wasserflasche vielleicht? Wird die... Moment. So. Ja, ich kann hier rein. Das bringt mir aber gar nichts. Schauen wir mal, ob wir das jetzt abreißen können.
Wow! Oh mein Gott! Oh, die ist fake. Boah, ich dachte eben schon. Jetzt muss ich gegen die Riesenspinne kämpfen. So, gib mir hier die ganzen Sachen. Ich brauche die Kohle. Da hinten backt total eine Münze rum. Ist auch gerade voll am Durchdrehen. Nun, hier sehe ich aber auch jetzt gar keine Gießkanne oder ähnliches. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir an eine Gießkanne rankommen. Dann müssen wir uns die Fackel holen, die Fackel wahrscheinlich dann anzünden. Und dann, ja, hätten wir es gelöst, ne? So, super viel Geld. Okay, wir wissen, wie es geht. Dann muss irgendwas bei dem Brunnen sein. Ich meine, der Brunnen steht ja auch irgendwie für Wasser. Ich könnte ja eigentlich jetzt rübergehen und das Ding schmelzen. Der Eimer geht nicht kaputt. Können wir den Eimer vielleicht der Hexe geben? Ich meine, wir wissen ja, dass in dem Brunnen Wasser ist. Man sieht ja auch hier die Reflexion. Oh no! Wie bekomme ich ihn wieder raus? Luigi, da ist dein Brunnen. Wenn du einen Eimer hättest, könntest du von dort Wasser mitnehmen. Ja, ich habe einen Eimer. Wenn du die Pflanze gießt, wächst sie vielleicht. Mit etwas Glück wird sie so groß, dass du daran hochklettern könntest. Wäre das nicht formidabel? Ja, ich... Professor, Sie sind mal wieder von vorgestern. Ich hoffe, die Hexe schubst mir jetzt den Eimer hoch. Nicht, dass sie da unten hängen bleibt. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht eventuell der Hexe einfach den Eimer hätten geben müssen. Okay, Hexe. Ist nicht mehr gruselig. Ist nicht mehr gruselig. Okay, der Eimer ist gefüllt mit Wasser. Gib ihn mir. Und jetzt schnell hier durch. Und jetzt wieder hier hin. Und jetzt stellen wir den einfach mal hier hin. Holen Luigi. Und drehen einen kleinen Film. Ich will genau dich. Genau dich will ich. So, machen das mal nass. Und wir bekommen natürlich jetzt Besuch von irgendwelchen fiesen Geistern. Die denken, sie wären kleine Ritter. Hey, bleib doch hier. Geisterseppel. Komm, lass dich lutschen. Lass dich einfach lutschen, mein Freund. Oh nein, geht es in die nächste Runde? Oh Gott, was kommt denn jetzt? Ja, erstmal den Kleinen wegholen. Ah, kommt her. Schon schlage ich euch eure Ausrüstung runter. Da bekommt ihr doch direkt Schiss. Man sollte sich lieber nicht mit Luigi anlegen. Er ist nämlich der Beste, habe ich irgendwo mal gehört. Er ist der allerbeste. So, nochmal hier durch, weil hier ist noch ein bisschen Geld drin.
Und dann können wir hier hoch. Alles klar. Oh, hier ist noch Geld. Yay, wir haben's. Wuhu. Weg mit dem Ding. Okay. Jetzt brauche ich das Feuer. Rein in den Fernseher. Raus aus dem Fernseher. Entspann dich, Morty. Ist ja gleich geschafft. Dann kannst du deinen Film machen. Ach na, ich muss ja von Fernseher zu Fernseher. So. Was für ein Stress. Oho! Hallo. Ab hier übernehme ich. Ich übernehme immer den Erfolg. Luigi darf die ganze Arbeit machen. Und Luigi übernimmt einfach nur den Erfolg. Kann ich damit vielleicht auch das Ding auftauen? Wo liegt denn das? Yay! Damit fehlen nur noch zwei. So. Wahrscheinlich irgendwo noch beim Brunnen muss es was geben. Ah, ich will schon wieder durch die Tür. Hier hin. Ich habe die sehr starke Neigung, durch die Tür zu wollen. Danke. Jetzt einmal hier ran. Achtung, unheimliche Spinne. Die Feuer fängt. Wow. Ich wusste nicht, dass das auch noch geht. Yay. Wir haben's. Erfolg. Ladies. Erfolg. So, wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.